Einen wunderschönen guten Tag, junge Frau. Wir sind heute miteinander verabredet und deswegen mache ich jetzt ein Video für dich. So, wir gucken uns jetzt dein Thema an und ich muss jetzt ablesen, damit ich es auch richtig, so ansatzweise richtig sage. Es geht bei dir um das Thema Lupus und Sjögren-Syndrom. Wir schauen im Fernseher. Ich habe überall... Wieso kennst du Mielchen im Gesicht? Mielchen haben. Und du hast wie... Leber, wie weiße, so Fettmilchen, Fettpunkte drin. Und die stören irgendwie das Organ, das System deines Körpers, deines Seins. Der Hals ist zu, der Hals ist zugeschnürt. Du hast wie eine Halskrause. Du kennst ja früher die Gouvernanten, die bis hier oben die Halskrause hatten und dann war hier am Kinn so die Halskrause. So siehst du aus im Fernseher und sowas hast du um den Hals. Kannst also kaum schlucken und leider auf Grundlage dessen auch nicht wirklich den Kopf rechts, links, vorne, hinten drehen. Das heißt, du hast nur eine einzige Sichtweise und das ist die Sichtweise, die du erfahren hast über diese Diagnose und mit der versuchst du gerade zu handeln. Oh, okay. Halleluja. Halleluja. So, wir gucken weiter, was wir machen können. Hier hast du ein Dreieck an dieser Stelle. Das ist aber nicht wie hier, wo wir so eine Einbuchtung haben, sondern bei dir ist dieses Dreieck aus Metall. Das heißt, da läuft auch nichts rein, da ist kein Fluss, kein Fließen, kein gar nichts. Dasselbe hast du im Rücken. Also man hat dich wie mit ganz vielen Artefakten in deinem Feld vollgesetzt, die dich besenden, um dich in Spur, in Struktur zu halten. Und du hast dem zugestimmt, Engelchen. Du musst dir vorstellen, als Seele bist du unendlich. Und um deine Unendlichkeit unter Kontrolle zu kriegen, hast du dich in diese Artefakte reinsetzen lassen. Damit du eine Struktur hast, damit du einen Umriss hast und irgendetwas bist, weißt du, ein Baum, ein Haus, ein Auto, ein Tisch, ein Stuhl. Du wolltest nicht mehr alles sein, du wolltest nicht mehr so fließen, so unantastbar, unanfahrbar, erfahrbar. Das dir zu erklären. Warte. Du hattest es satt, einzigartig zu sein. Und du wolltest zum Tisch, zum Stuhl, zum Bett, zum Schrank, zum was auch immer passen. Du wolltest zu einem etwas passen. Aber dennoch, auch wenn du dieser Stuhl bist, weißt du, du kannst ein normaler Eichenstuhl sein, du kannst ein Mahagonistuhl sein, du kannst ein Birkenstuhl sein zum Beispiel. Und... in dieser Normalität, in die du dich hast reinbringen lassen, weil du mal wissen wolltest, wie es ist, normal zu sein, wolltest du trotzdem noch diesen Touch anders zu sein. Und das machst du jetzt über die Diagnose des Arztes. Interessant, interessant. Halleluja. Diese Fettpuppel, das ist richtig eklig. Kennst du so Fettaugen? So sieht es aus. Und diese Fettaugengedöns, das läuft jetzt raus aus der Leber, aus der Haut, Halleluja, sodass wieder Fluss reinkommen kann. Und diese Artefakte, die puzzle ich jetzt mal mit Pinzette aus deinem Körperfeld heraus. Du weißt, kein Arzt, kein Heilpraktiker, kein Apotheker, alles nur im Energiebereich, was ich hier mache. Halleluja. Das ist richtig tief im System. Das hast du wie mit Hammer und Meißel reinhauen lassen. Diese besondere Einzigartigkeit. Ich will trotzdem noch zu sehen sein. Ich will trotzdem noch da sein. Wenn einer sagt, ja, du hast einen Schnupfen, gut, okay, gute Besserung, rennt man weiter. Mit deiner Diagnose guckt man zweimal hin, dreimal hin, was ist denn das, was hatten die, was ist denn los mit der? Warum brauchst du denn solch eine Diagnose? Halleluja. Epstein-Barr-Virus kommt als Info.
bitte das Video ansehen. Halleluja. Hals, du kannst dich nicht ausdrücken, nicht aussprechen, logisch. Du hast ja hier diese Platte. Rülpsen will ich sagen, aber Rülpsen ist ja, man befreit sich, man lässt etwas los, aber das geht bei dir nicht. Und du hast wie ein Frosch im Hals, la 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 la. Kloß im Hals. Kloß im Hals. Und du kannst den nicht loswerden, dein ganzes Leben lang. Du willst singen wie ein Rotkehlchen, aber kommt die ganze Zeit nur aus deinem Hals raus. Halleluja. Und anstatt du auf der Bühne stehst und singst, kommt dir das Krächzen und die Leute, die lachen dich aus. Halleluja. Das ist so wie, ja, das Gute nehmen wir mit, aber das Negative aus deiner Sicht, das Negative deines Seins, das wollen wir nicht haben und das funktioniert nicht. Dich zu waschen, ohne nass zu werden, funktioniert auch für dich nicht, Engelchen, verstehst du? Und du willst dieses Singen haben, aber du willst halt nicht die Einzigartigkeit deines Berges, deiner Energie sein. Willst du nicht. Halleluja, weil du Angst hast, darauf bewertet zu werden. Halleluja, jetzt löst sich das noch mehr auf. Der Schmerz geht aus deinem Gewebe, aus deinem Körperfeld raus. Die Schultern werden frei, hinten der ganze Rücken wird befreit und es ist jetzt wie eine kühle Brise. Halleluja, frischer Wind kommt jetzt in dein Leben. Aus dem Halschakra, das Artefakt hier ist weg und aus dem Halschakra hustest du jetzt ganz viel Schleimpfropfen, Staubpfropfen, befreist deinen Hals. Und das ist so wie diese ganzen Artefakte, diese umgedrehten Dreiecke, die fallen jetzt alles aus deinem Feld in dein Lavasee. Und jetzt bleibt halt nur noch das Gittergerüst da. Halleluja. 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 Das Gesicht löst sich jetzt auf, also diese falsche Gesicht, die du hast. Die Maske. Und das fließt jetzt runter. Und du merkst richtig, wie dein Gesicht jetzt entgleist. Halleluja. Du bist eine Frequenz, die heilt. Und du hast dieser Frequenz abgeschworen, weil du willst ja ein Tisch, ein Stuhl oder ein Bett sein und du willst dazugehören und nicht mehr alleine sein und nicht mehr einzigartig und sonderlich sein. Und du brauchst aber für dich in dir selbst diese Heilenergie, um dich zu heilen, dich selbst zu heilen. Und auch die Heilessenz zu sein für die Seelen und die Körper, die um dich herum sind. Halleluja. Du kriegst jetzt wieder, wie durch Magie, deinen Erdenstern, Erdenkugel und Zepter zurück. Bitte pack's weg, wo es hingehört, Engel. Halleluja. Stagnierte, total harte, verkrustete Leber. Die sieht aus wie so Waben. Wisst ihr, wie so ein Bau von Bienen. So sieht die Leber aus. Bloß die Waben sind nicht alle gleichfarbend, sondern unterschiedlich. Und da liegt eine männliche Energie dabei. Das ist ein Ahn, der seine sexuelle Orientierung in einem früheren Leben nicht leben konnte und ist dadurch total verhärtet.
Sehr viel Weiblichkeit sehe ich bei ihm, die er versucht durch Härte, der macht dasselbe wie du, verstehst du? Sich ablehnen mit dem, was ist, diese Einzigartigkeit ablehnen und das hast du von dem übernommen. Die 2 liegt da drüber. Und da liegt die mütterliche Seite dabei. Also 2 über der Mutter, Ahnen. Und das hast du mit abgenommen. Das Ablehnen dessen, meiner Einzigartigkeit. Und weil man eben so enttäuscht ist, dass man eben nicht so sein kann, wie man ist, wird man halt verbittert, voller Schmerz und voller Kummer. Halleluja, Halleluja. Der weiße Heilnebel kommt und schließt jetzt alles. Dadurch löst sich jetzt das Gitternetz auf und du kommst wieder in die Struktur, in dein Sein, in deine Heilfrequenz zurück, Engel. Halleluja, Lächeln und Glückseligkeit, Ankommen bei sich, Erdung, Anbindung an das Allerhöchste, an dein Sein. Spürst dich jetzt anders, wie ganz andere Schultern, ganz anderer Kopf, ganz anderer Oberkörper, ganz anderer Unterleib, Beine. Du musst jetzt wieder in Anführungsstrichen völlig neu laufen. Die Leber kriegt jetzt ganz viel Heilenergie. Jetzt wird wie flüssiger Zucker raufgeschmiert auf deine Leber. Und das ist jetzt sowieso das ganze System. Merkst du die Leichtigkeit, wie die Nase offen ist, der Fokus wieder da ist? Du dir erlaubst, du zu sein und dir selbst endlich verzeihst, anders zu sein als die anderen? Und die anderen neutral siehst. Du erlaubst dir, diese Diagnose zu haben und lehnst dich deswegen nicht mehr ab. Du kommst an bei dir in deinem Sein, in deiner Göttlichkeit, in deiner Liebe zu Gott, zur Mutter, zu deinem Körper, der deine Heilfrequenz braucht, um die Diagnose, die schon aus früheren Leben mitgenommen wurde, in diesem Leben in die Heilung zu bringen. Also dich da abzulehnen mit deinen Frequenzen ist nicht sinnvoll. Halleluja. So, nun schau mal, was sich für dich verändert, wie du dich jetzt fühlst, wie du die Welt siehst, dich siehst. Und hör auf, dich selbst zu kasteien und zu quälen, Engel. Du bist wundervoll, so wie du bist. Und diese Erfahrung war jetzt wichtig. Aber jetzt darfst du eine neue Wahl treffen, welche immer das ist. Ich knuddel dich, ich wuddel dich. Hab dich lieb und freue mich auf den nächsten Streich. Mach's gut.